Carpinus orientalis. Ihr habt schon mitgekriegt, es gibt einige Exemplare und ich habe mir eins ausgesucht, was ich unabhängig von allen anderen Dingen mir ja weiter vorbereiten möchte. Ein Exemplar, was mich sofort fasziniert hat, was aber ein bisschen aus der Richtung geht, die wir ursprünglich gesehen haben bereits. Das ist dieser Baum. Ich möchte den heute so weit vorbereiten, dass er in diesen Teich Pflanzkorb kommt. Nein, da ist noch das Schild darunter. Und das nur in Sphagnummoos. Das ist so die gängige Praxis, die ich in der Regel mache, um einen Baum zunächst am Leben zu erhalten. Das ist ja nun die Amadori. Er ist relativ frisch. Der wurde in Kroatien ausgegraben. Der hat eine Woche in einem Paket gesteckt. Es muss also etwas getan werden. Die anderen habe ich jetzt nach und nach so versorgt, dass ich sie zumindest auch versenden kann. Jetzt geht es darum, diesen Baum, den ich mir ausgeguckt habe für meine privaten Zwecke, ganz alleine für mich, sage ich mal, und für spätere Videos natürlich, jetzt voranzutreiben. So, wie machen wir das? Zum einen, ich habe ihn natürlich wieder in Sphagnummoos und Plastiktüte gepackt. Die Wurzeln sind nicht das Beste, kann ich gleich im Vorhinein einsagen, aber der Stamm fasziniert mich. Ihr seht es vielleicht. Er hat eine krasse Windung. Nur gibt es da etwas, was mich stört. Das sind diese jungen Triebe hier. Die kommen unten raus. Das liegt ganz einfach daran, dass dieser Baum irgendwann mal umgekappt wurde. Jetzt nehme ich mal die große Zange und säubere das. So, dass der Blick auf den Stamm frei wird. Ich denke mal, ich mache es wie üblich. Ich versorge das später wieder mit der Wundpaste, wenn das Video zu Ende ist. Weil eben ist es nicht viel Zeit, was mir gegönnt ist, was die Videos angeht. Als nächstes ist hier eine Wurzel, die schneide ich jetzt so ab, dass sie schräg nach unten zeigt. Und dieses Stück Stamm hier oben, das brauche ich nicht. Das ist aber schon ganz schön hart, wie das so ist mit Hainbuchen. Und bevor es durch die Gegend fliegt, nehme ich es lieber oben ab. So. Wundversorgung und Drahtung habe ich zunächst mal doch schon gemacht. Was heißt Drahtung? Zumindest ein Draht in den Teichkorb gezogen. So, jetzt habe ich den Baum ausgepackt und ihr seht, der hat eine ziemlich krasse Wurzelbewegung, die sicher noch lange nicht Nebari bedeutet. Trotzdem kommt er auf diese Lage Sphagnummoos und das, was an Wurzeln jetzt noch dran ist, das kommt sauber mit in das Moos. Es gibt auch nichts anderes als Moos, weil ich damit nach 10 Jahren, sage ich mal, die besten Erfahrungen gemacht habe. Ich habe das sowieso immer da für meine Terrarientiere. Dem einen oder anderen ist das Terrarium schon aufgefallen. Die brauchen Feuchtboxen, um sich zu häuten hin und wieder. Die Reptilien vor allen Dingen. Und die fülle ich mit Sphagnummoos und das seit Jahrzehnten. So, das ist zu tief, der darf noch ein bisschen höher, der darf noch Wurzelraum bilden, aber ich muss aufpassen, dass die kleinen Wurzeln mit reinkommen. So, jetzt noch ein bisschen mehr Moos. Darf das ruhig ein bisschen festmachen. So. Das schadet dem Baum nichts.
muss nur aufpassen, dass ich keine von diesen kleinen Wurzeln, die ja nun wenig hat, auch noch abreiße. Naja, da sind manchmal kleine Äste im Moos. Ihr kennt das sicher alle. Die sortiere ich natürlich aus. Ja, damit ich hier nicht so eine große Sauerei mache, habe ich natürlich diese Pflanzschale drunter gestellt. Ne? Also zeigt das Bäumchen, wozu es im Grunde geboren ist. Ihr seht, ein paar Feinäste habe ich dran gelassen, aber ich möchte die wenigen Wurzeln nicht überfordern, sondern um sich zu regenerieren, darf hier oben nicht so viel eingefordert werden. Deshalb, das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass man mich dann auch Stumpen-Joe nennt. Was mich nicht stört, denn aus den Stumpen werden Bäume, und zwar schöne Bäume. Ach, eine Sache, auf jeden Fall noch. Ich wurde jetzt mehrfach gebeten, ein Umtopf-Video zu machen. Liebe Freunde, ich hatte im Januar noch keine Idee, was ich in YouTube mache. Und auch im Februar noch nicht. Bis ich dann tatsächlich einfach angefangen habe. Und was habe ich getan? Ich habe vorher alle Bäume, die umgetopft werden mussten, bereits umgetopft. Das heißt, das ist frühestens im nächsten Jahr der Fall mit den Bäumen, die jetzt zwei Jahre in den Schalen stehen und dann wird umgetopft. Dieses Jahr sehe ich da keine Chance. Ich will nicht unnötig die Bäume noch mehr stressen, sondern lass die erstmal in 3 Jahre vollständig in so einer Schale. Nur dann sehe ich daraus einen Erfolg. Dieser hier wird keine 3 Jahre stehen, sondern der wird wahrscheinlich im laufenden Jahr schon genügend Wurzeln gebildet haben, dass ich ihn eintopfen kann im kommenden Jahr. Aber man muss halt langfristig denken bei Bonsai. Ich bessere noch ein bisschen nach. Ich habe schon ordentlich gedrückt hier, dass überall Moos an den Wurzeln ist. Ich werde das Moos selbst gleich nochmal ein bisschen mehr anfeuchten, als es jetzt schon ist. Es ist eigentlich klatschnass, aber gut. Die haben ja nun auch ein bisschen Stress gehabt, diese Bäumchen, als sie aus Kroatien hierher kamen. So, jetzt will ich den Draht mal eben so, mal eben ist gut, mal eben einsetzen, so dass der Baum mir nicht umfallen kann. Das passiert selten, aber für morgen sind Stürme angesagt. Deshalb gehe ich da doch auf Nummer sicher, zumal ich den jetzt irgendwie schon so ein bisschen ins Herz geschlossen habe. Aber ich denke, im weiteren Verlauf der Entwicklung werdet ihr auch verstehen, warum. Hier haben wir, da ist die Wurzel. Okay, so. Ich will nicht sagen bombenfest, aber andersrum wurzelfest ist es auf jeden Fall. So. Nochmal anziehen. Ist natürlich viel zu lang, der Draht. Aber besser einmal zu lang als mehrere Stücke abgeschnitten, die zu kurz sind. Hier passiert jetzt definitiv nichts mehr. Wie gesagt, getränktes Moos, Gewicht ca. 3 Kilogramm, das passt dann schon. So, in eigener Sache noch dazu, ich weiß, dass die Tonqualität ein bisschen beschissen ist. Ich experimentiere mit unterschiedlichen Möglichkeiten, zum Beispiel einem externen Mikrofon. Im Moment ist es noch nicht da.
Und ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt umgehen kann. Denn da müsste ich auf dem Rechner eine Tonspur quasi besprechen. Und das hieße für mich, das ist nicht synchron. Oder ich weiß nicht, wie es synchron geht. Ich werde es versuchen. Mehr kann ich da nicht. Okay. So. Das wäre schon mal einer. Und hier nehmen wir noch den nächsten raus. Dann biegen die Drähte nach unten, damit ich mich bei der Versorgung nicht steche. Und wie ihr seht, geht der Baum auch noch mal ein Stück tiefer. Dann kann wieder etwas Sphagnummoos hinein. Da das nochmal wieder ein bisschen zusammengedrückt wird. So. Und ich glaube, das war's dann für heute. Ich hoffe, es ist alles sichtbar. Diese Knospen treiben schon aus. Diese Wundversorgung, die mir jetzt gerade losgegangen ist beim Anfassen, die nehme ich jetzt noch einmal vor. Allerdings glaube ich, dass ihr das auch ohne mich könnt und dass ihr wisst, wie das geht. Deshalb werde ich das nicht mehr im Video zeigen. Versorgung eines Yamadori, Teil 1. Es wird natürlich mehrere Teile geben im Verlauf des Sommers, nämlich wenn die neuen Knospen kommen, und hier gibt es einige neue Knospen, einige Triebe wahrscheinlich dann auch. Und na, lasst euch überraschen, guckt rein, lasst einen Daumen da, abonniert meinen Channel und dann sehen wir uns häufiger. So. In der Zwischenzeit habe ich jetzt die Notbetreuung in der Schule hinter mich gebracht und wollte euch den Baum vom letzten Mal noch zeigen, wo ich die Krone geschnitten habe. Ganz abgeschnitten hier oben. Ist wundversorgt, hier ist auch wundversorgt. Und die anderen Knospen haben jetzt Gelegenheit, mal richtig Gas zu geben. So könnt ihr es vielleicht auch besser sehen. Der Baum wird für mich mit Sicherheit interessant. Gerade wer Hainbuchen kennt, egal ob nun die kroatische, die orientalische Hainbuche oder die nördliche Hainbuche, die Capinus betulus, das sind Wahnsinnsgehölze. Und der Stamm, ich meine, ist glatt. Ne? Vielen gefällt diese Glätte ja nicht. Mal gucken. So, ich muss mich beeilen, glaube ich, sonst ist das Video wieder zu lang und ich muss wieder rumschnibbeln. Das ist das eine. So, und hier haben wir nochmal eine Rundumsicht des heute bearbeiteten Baumes. Ihr seht diese sensationelle Kurve. Alle Wunden sind versorgt. Und er darf natürlich gleich wieder auf den Balkon. Ganz wichtig, vergessen hatte ich nämlich zu sagen, dass die erstmal im Schatten steht. Auf meinem Balkon ist das eine super Sache, das ist überhaupt kein Problem, da die Bäume einfach an die Balkonmauer gestellt werden. Da ist es dann auch immer 2-3 Grad wärmer als unten auf der Straße und das ist schon ein Riesenvorteil, auch im Winter, weil man dann nur den Wurzelbalken schützen muss, ansonsten macht denen das nichts mehr. Das war's dann für diese Hainbuche.